Das Bundesteilhabegesetz. Was ist das eigentlich? Was ändert sich durch das neue Gesetz für die Menschen mit Behinderung? Ein Erklärvideo in leichter Sprache. Bei jedem Brettspiel gibt es Spielregeln, an die sich alle halten müssen, damit das Spiel gerecht bleibt. Auch in Deutschland gibt es Spielregeln, die heißen aber Gesetze. Die Gesetze gelten für alle Menschen, die in Deutschland leben, und jeder muss sich daran halten. Dafür wählen wir Politiker, die über neue Gesetze reden. Das dauert oft sehr lange. Wenn sie mit dem neuen Gesetz einverstanden sind, wird es in das Gesetzbuch geschrieben und jeder muss sich ab jetzt daran halten. In den Gesetzen steht aber nicht nur, was verboten ist, sondern auch, was jeder Mensch darf. Menschen mit Behinderung dürfen in Deutschland noch nicht so viel wie Menschen ohne Behinderung. Zum Beispiel dürfen Menschen mit Behinderung nicht viel Geld sparen. Damit das besser wird, haben die Politiker aus fast allen Ländern Regeln festgelegt. Sie sollen die Situation für Menschen mit Behinderung besser machen. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung alles machen dürfen und die gleichen Rechte haben wie Menschen ohne Behinderung. Damit das klappt, sollen sie mehr Unterstützung bekommen. Diese dazu aufgestellten Regeln heißen in schwerer Sprache UN-Menschenrechtskonvention. Auch Deutschland muss sich an diese Regeln halten. Deshalb diskutieren die deutschen Politiker gerade über ein neues Gesetz. Es heißt Bundesteilhabegesetz. Für dieses schwierige Wort gibt es aber eine leichte Erklärung. Bundes bedeutet, dass das Gesetz in ganz Deutschland gilt. Teilhabe bedeutet, dass niemand ausgeschlossen werden darf und dass jeder das Recht hat, überall mitzumachen. Das Bundesteilhabegesetz soll also dafür sorgen, dass auch Menschen mit Behinderung in Deutschland Teil unserer Gesellschaft sein können. Damit das möglich ist, sollen Menschen mit Behinderung Unterstützung bekommen, wenn sie bestimmte Sachen alleine nicht machen können. Aber was wird jetzt anders mit dem neuen Gesetz? Änderungen zum Thema Leistungsträger. Wenn man Hilfe braucht, muss man einen Antrag stellen. Bisher war es so, dass man viele verschiedene Anträge ausfüllen musste, um Unterstützung zu bekommen. Das soll jetzt einfacher werden. Man muss durch das neue Gesetz nur noch einen Antrag stellen. Es gibt noch eine weitere Änderung durch das neue Gesetz. Bisher war es so, dass man manche Hilfen nicht bekommen hat, wenn man zu Hause gewohnt hat. Diese Hilfen hat man nur bekommen, wenn man im Wohnheim gelebt hat. Jetzt ist es nur noch wichtig, welche Unterstützung und Hilfen eine Person braucht, egal wo die Person wohnt. Änderung zum Thema Einkommen und Vermögen. Wenn ein Mensch mit Behinderung Geld spart, darf er nicht alles behalten. Wenn er mehr als 2600 Euro hat, muss er das Geld abgeben. Er darf nur 2600 Euro behalten. Das ist zum Sparen wenig Geld. Das Geld, das er abgeben muss, wird für seine Unterstützung und benötigte Hilfen benutzt. Durch das neue Gesetz darf man ab dem Jahr 2017 fast 10-mal mehr sparen, nämlich 25.000 Euro.
Im Jahr 2020 darf man noch mal mehr sparen. Dann darf man doppelt so viel sparen, nämlich 50.000 Euro. Änderungen zum Thema Partner, Einkommen und Vermögen. Wenn ein Mensch mit Behinderung verheiratet ist oder mit einem festen Freund oder seiner festen Freundin zusammenlebt, dürfen beide zusammen nur 5.200 Euro sparen. Durch das neue Gesetz muss der Partner oder die Partnerin nichts mehr von dem Geld, das sie verdienen oder das sie gespart haben, abgeben. Diese Änderung gilt ab dem Jahr 2020. Änderungen zum Thema Arbeitsleben. Menschen mit Behinderung arbeiten oft in Werkstätten, also getrennt von Menschen ohne Behinderung. Manche Menschen mit Behinderung finden das gut, andere nicht. Damit es leichter wird, zum Beispiel in einem Restaurant, in einem Büro oder in einer Firma zu arbeiten, gibt es das Budget für Arbeit. Dieses schwierige Wort bedeutet, dass der Chef nur einen kleinen Teil vom Gehalt zahlt. Ein großer Teil von dem Geld kommt vom Staat. Dieses Geld heißt Budget für Arbeit. Änderungen zum Thema Beratung. Wenn ein Mensch mit Behinderung Hilfe oder Unterstützung braucht, weiß er oft nicht, wo er diese bekommen kann. Durch das neue Gesetz soll es unabhängige Beratungsstellen geben. Dort arbeiten Menschen, die Fragen von Menschen mit Behinderung beantworten. Sie beantworten aber nicht nur Fragen, sondern sie helfen einem auch in vielen Situationen. Wenn zum Beispiel ein Mensch mit kaputten oder einem alten Rollstuhl einen neuen Rollstuhl braucht, kann er zu der Beratungsstelle gehen. Dort hilft man ihm, dass er den neuen Rollstuhl bekommt. In diesen Beratungsstellen arbeiten auch Menschen mit Behinderung. Das ist gut, weil sie manchmal besser verstehen, was Menschen mit Behinderung brauchen. Das waren einige Informationen auf Grundlage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Aber was sagen die Menschen, die durch das Gesetz direkt betroffen sind? Antonio Florio lebt seit 2002 mit persönlicher Assistenz. Diese Assistenz stellt er selbst ein. 2009 wurde er zum Vorsitzenden des Vereins Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg gewählt, welche unter anderem Veranstaltungen zum Thema Inklusion organisiert. Herr Floriot, Ihr Leben wird direkt durch das neue Bundesteilhabegesetz beeinflusst. Erfüllt das Gesetz Ihre Erwartungen und Hoffnungen? Ich sollte eine Verbesserung darstellen, was leider nicht oder die Hoffnung war, dass sich die Gesetze verbessern in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Welche Vor- oder Nachteile haben Sie durch das neue Bundesteilhabegesetz? Man soll ja immer mit dem Positiven Positiver ist sich die finanzielle Lage leicht verbessern. Das heißt, ich könnte mehr einsparen, weil bis jetzt ist die Obergrenze bei 2.600 Euro.
Und die Oberente wird nach oben verschoben. Das ist so deine Politik. Du bist für mich persönlich. Negative ist immer noch der Kuschel vorbei eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, wenn jemand etwas beantragt, wird es geschaut, wie viel Bauch er muss und gibt Wurm von die günstiger sind und trotzdem fünfmal werden. Und das geht alles gar nicht. Das muss vollkommen irgendwie geschehen werden. Aber Politiker sind leider einer Meinung. Es gibt Monate. Die Lage heißt Putin. Das bedeutet, wenn im gleichen Ort zwei Menschen mit Bildung leben, die es nicht brauchen, müssen sie sich laut dem Teilhabegesetz, die Residenz teilen. Auf Deutsch, wenn einer ins Kino gehen muss der eine Bitte. Auch das geht nicht. Das kann man teilen, vielleicht im Bereich Fahrdienst zur Arbeit, da ist in Ordnung, aber nicht im Privatbereich, nicht im Freizeitbereich. Dieses Eingriff in den Bereich. Es wurde oft kritisiert, dass Menschen mit Behinderung bei dem Gesetzesentwurf nicht einbezogen wurden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ich war sogar richtige Experte dabei. Die Juristen sind zumindest, habe ich mitbekommen, dass sie zwar einbezogen worden sind, aber diese Einbeziehung im Gesetzentwurf überhaupt nicht behindertenwürdig. Sie haben sich nicht reingehen. Und dann gibt es in ganz Deutschland diese Möchten Sie noch abschließend zu diesem Thema etwas sagen? Zum Schluss, was Menschen ohne Behinderung endlich verstehen können, dieses Teilhabegesetz geht irgendwann alle an. Weil irgendwann benötigt jeder eine Schützung. Und da ist keiner befreit. Aber nur 50 Jahre nicht behindert war und auf einmal
hat eine Behinderung, kommen wir auch in den Bereich rein und die gleichen Probleme wie andere. Ich müssen alle mal verstehen, dass es keine Arbeit gibt und alle sind. Das ist sehr wichtig. Dies war nur eine Meinung zum Bundesteilhabegesetz. Jedoch teilen auch viele andere Betroffene unter dem Hashtag NichtMeinGesetz diese Ansichten. Neben der Meinung von einem Menschen, der direkt durch das Gesetz betroffen ist, eine Stimme von einer Vertreterin aus der Politik. Guten Tag, Frau Mast. Würden Sie sich in zwei Sätzen kurz vorstellen? Mein Name ist Katja Mast. Ich bin SPD-Bundestagsabgeordnete für die Menschen aus Pforzheim und im Enzkreis, also in Baden-Württemberg, und bin für die SPD-Bundestagsfraktion Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin. Und in der Funktion habe ich mit unserem Koalitionspartner im Parlament das Bundesteilhabegesetz verhandelt. Welchen persönlichen Bezug haben Sie zum Bundesteilhabegesetz? Naja, jeder, der Menschen mit Behinderung kennt, hat einen persönlichen Bezug zum Bundesteilhabegesetz. Und ich hatte schon in der Schule eine Freundin, die eine spastische Behinderung hatte. Und mein Schwager war schwerst mehrfach behindert. Also insofern habe ich auch in meinem ganz konkreten Leben viele Bezüge dazu. Welche Vorteile sehen Sie für Menschen mit Behinderung durch das Bundesteilhabegesetz? Ja, das Bundesteilhabegesetz ist das erste Mal, wo sich in der Bundesrepublik Deutschland die Haltung zu den Menschen mit Behinderung ändert. Nämlich sie werden zu Beteiligten, es geht um ihre Teilhabe und es geht nicht um ihre Fürsorge. Die Punkte, die sich durchs Bundesteilhabegesetz für die Menschen mit Behinderung verbessern, sind aus meiner Sicht erstens, dass künftig das Partnereinkommen und das Partnervermögen nicht mehr auf die Eingliederungshilfe angerechnet wird. Das war ein de facto Heiratsverbot. Zweitens, dass wir alle Schnittstellen zur Teilhabe für Bildung so gemacht haben, dass auch weiterführende Schulen und weiterführende Studiengänge möglich sind und auch berufliche Weiterbildung. Drittens, dass die Menschen in den Werkstätten doppelt so viel Geld künftig bekommen als bisher, dass auch wer Sozialhilfe bekommt, mehr von seinem Vermögen behalten kann und dass die Betroffenen auch mehr Vermögen behalten können und insgesamt das Gesetz eben mehr an der Teilhabe der Menschen mit Behinderung ausgelegt ist als an der Betrachtung der Defizite und wir damit eben ein modernes Teilhaberecht haben. Welche Nachteile sehen Sie für Menschen mit Behinderung durch das Bundesteilhabegesetz? Wir haben in wirklich über 50 Stunden Verhandlungen gemeinsam um das Beste für die Menschen mit Behinderung gerungen, auch mit dem Bundesarbeitsministerium zusammen, auch mit den Bundesländern, die wir teilweise beteiligt haben, weil deren Zustimmung brauchten wir im Bundesrat. Ist das Bundesteilhabegesetz wirklich nochmal mit 68 substanziellen Änderungsanträgen besser geworden und so, dass ich sagen kann, ich sehe an keiner Stelle Verschlechterungen für die Menschen mit Behinderung, sondern nur Verbesserungen. Bei den Teilhabeleistungen sehe ich jetzt auch an keinem Punkt eine Verschlechterung. Also insofern kann man vieles vielleicht noch besser machen. Also die Kritik, die ich höre, heißt, ich will gar nichts von meinem eigenen Einkommen damit reinlegen müssen. Das ist eine Rückmeldung, die bei mir ankommt, die höre ich auch. Oder ich will unabhängig von den Kosten mein Wunsch- und Wahlrecht ausüben können. Das ist dann aber eben eine Frage, als Gesetzgeber muss ich ja Dinge abwägen und auch das, was zum jetzigen Zeitpunkt umsetzbar ist, auch an finanziellen Spielräumen umsetzbar ist, nutzen. Und deshalb, es gibt überall Verbesserungen. Man hätte sich mehr vorstellen können, aber das ist nicht nur ein Meilenstein für die Menschen mit Behinderung, sondern das sind viele Meilensteine. Das habe ich auch so im Deutschen Bundestag gesagt. Und das glaube ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es auch so ist. Inwiefern waren Menschen mit Behinderung bei der Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes einbezogen? Naja, es gab ja zuerst mal im Bundesarbeitsministerium schon weit bevor das Gesetz überhaupt geschrieben war, gab es ja schon einen Dialogprozess, wo viele Betroffenenverbände mit am Tisch saßen. Es saßen natürlich auch Träger dabei, es saßen die Eingliederungshilfe leisten, also die Kommunen mit am Tisch. Da wurde ganz viel Wert drauf gelegt, gerade auch von Andrea Nahles und Gabriele Lösse-Krug-Möller, das ist die zuständige parlamentarische Staatssekretärin, dass eben die Menschen mit Behinderung auch am Tisch sitzen. Und ich glaube, das hat den ganzen Prozess geprägt. Wichtig ist ja,
Wenn man Menschen einbezieht, heißt das nicht automatisch, dass man ihre Position übernimmt. Auch das ist in der Politik üblich. Von den Betroffenen kam häufig die Kritik, dass ihre Unterstützung teilweise durch Pooling zusammengelegt werden soll. Wie wirkt sich das aus? Beim Pooling von Leistungen ist es so, dass es angemessen sein muss. Also es muss verhältnismäßig sein, das Pooling. Es kann nicht jede Leistung gepoolt werden. Wir kennen es heute schon bei der Schülerbeförderung. Da denkt gar keiner drüber nach, ob das Pooling heißt oder nicht. Da wird es automatisch gemacht. Künftig ist dann auch die Frage bei Integrationsbegleitung in der Schule. Ist eigentlich in einer Klasse sind da drei notwendig für drei Kinder oder ist vielleicht sinnvoll eine für drei Kinder zu haben, das ist so eine Pooling-Frage und im Freizeitbereich muss es angemessen sein und mir besonders wichtig ist, dass das natürlich in der Teilhabekonferenz auch besprochen werden muss und auch dort die Angemessenheit geklärt werden muss. Häufig wurde auch kritisiert, dass Leistungen auf die Zumutbarkeit geprüft werden. Wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen mit Behinderung aus? Bei der Zumutbarkeit haben wir im parlamentarischen Verfahren nochmal deutlich herausgearbeitet, dass wenn es um das Wohnen und die damit verbundene Assistenz geht, dass da die Meinung und das Recht der Menschen mit Behinderung nochmal gestärkt wird im Verhältnis auch zu heutigem Recht. Dann vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch, dass Sie zu mir nach Pforzheim gekommen sind.